Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Rocket League mal wieder. Zusammen mit dem Shiki Boy hier drüben. Hi, ich hatte mal ein Gamepad. Ach, da ist es. Ja, ich habe mal auf Suche gespielt. Diesmal nicht mit dem Shadow Wolf, der ist leider verhindert. Das nächste Mal kommt er dann. Und wir spielen. Es ist immer noch die Saison wie beim letzten Mal. Also die gilt jetzt noch einen Tag, ne? Habe ich gesehen. Wo es diese hübschen Gimmicks gibt hier. Ich glaube, da werde ich mir auch nicht mehr viel kaufen können. Ja, na, ich habe ja zwischendurch ein bisschen gespielt. Diesmal habe ich zwischendurch ein bisschen gespielt. Zwischen den Runden habe ich mal gespielt. Ja. Ich habe hier geübt, nennt man das. Geübt. Okay. Mit wem spielen wir hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch nicht geguckt. Siehst du? Und schon. Ist keiner hinten, ne? Ist keiner hinten. Und da möchte ich mal sagen, das war nichts. Das auch nicht. Und das aber war's. Ja, geht gut los. Also ich habe geübt, ja. Nee, schon okay. Ja. Ich war aber auch nicht der hinten hätte sein sollen, also. Ist das so? Man kann sich die Rollen ja selber aussuchen, glaube ich. Meinst du? Aua. Ich weiß nicht. Oh, da ist ein AI dazu gekommen. Och komm, ey, was ist ein Santa für Inna? Den habe ich weggemacht. Also den Typen zumindest. guck mal jetzt. Guck mal, da komm ich und mach Pumm. Genau. So Pummeluft. Und Sanita macht gar nichts. Nee. Finde ich nicht in Ordnung. Guck mal, was der für ein Profilbild hat. Uiuiui. YMCA. So, jetzt aber. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich sollte vielleicht hinten bleiben. Ja, da kommt gerade ein Ball. Oh, da kommt noch ein Ball. Ich hänge im Tor. So, jetzt aber. Und vorbei. Ey, Jungs! Ach, komm schon. Ich habe geübt, habe ich doch gesagt. Ja, es ist ja nicht nur eine Übungssache, es ist ja reines Glück. Es ist wie bei Mario Kart. Ne? Also man sieht ja hier, ne, es ist 5 Autos und keiner trifft. Trainer trifft ja. Aua. Und am Ende ist immer Özil schuld. Genau, Özil. Ja, der ist ja zurückgetreten, ja? Ja, zu Recht. Zu Recht. Ja, weiß ich nicht, ob zu Recht. Also ist er jetzt in der Erster zurückgetreten wegen der Art und Weise, was dann nachher für eine Welle auf ihn zuschwappte. Einige Sachen, oder andersrum ein, ich habe irgendwo gelesen, er hätte relativ unreflektiert seinen Brief geschrieben, wobei ich aber sagen muss, dass mitunter da Argumente drin waren, die wir auch in ein oder zwei Folgen mal genannt haben. Mit Lothar Matthäus und so und mit Putin und Hände schütteln und Trikot überreichen. Richtig. Nur dass Özil halt nicht reflektiert hat. Er hat gesagt, er macht das nochmal. Also, weil... ich glaube, dass die meisten sich das überhaupt gar nicht durchgelesen haben, sondern es da nur um diese eine Geschichte geht, nämlich ich will es wieder machen. Und das ist auch das, was ich in vielen, zum Beispiel Tagesschau und Welt und etc., die haben nur dieses eine Zitat beziehungsweise drumherum genommen und den Rest komplett ignoriert. Und das finde ich total bescheuert, weil genau das ist, was dann von seinem Brief, der ziemlich sehr ausführlich war, bleibt. Oh. Okay. Und das finde ich scheiße, weil er hat da wirklich, also das ist wirklich viel, was er geschrieben hat. Er hat sehr viel geschrieben, unter anderem eben halt auch, dass, also die Lothar-Matthäus-Geschichte hatten wir ja, dass ja auch ein paar mehr Spieler gab, dass eben halt eher als alleiniger Fehler genannt wurde, ne, für das Ausscheiden, in dem sie auch nicht funktioniert und das ist halt genau das, was wir auch schon mal gesagt hatten, was auch einer der Franzosen mal gesagt hatte, gewinnt er für Frankreich, ist er ein Franzose, verliert er, ist er ein Ausländer, ein Immigrant, weißt du, und es stimmt ja in dem Sinne auch. Das war aber knapp. Absolut. Oh. Und ich finde es gut, dass er da keinen Schnellschuss gemacht hat, sondern sich wirklich die Zeit genommen hat, das alles auch wirklich, und ich finde, das ist sehr reflektiert,
Bis auf die Erdogan-Geschichte. Die finde ich nicht reflektiert, weil die Kritik ist in meinen Augen berechtigt. Ja, aber... Weil ich kann dann auch Lothar Matthäus das dann nachher nicht kritisieren, ey, aber der auch. Das ist dann so... Ja, ja. Ja, also das... Ansonsten habe ich keine Ahnung von Fußball. Das kann man so nehmen, aber schließt ihn jetzt nicht aus im Sinne von, dass... macht jetzt irgendeiner Form zum schlechten Fußballer oder weniger wert, in einer deutschen Mannschaft mitzuspielen. Und wenn er so argumentiert, ist das so. Aber keine Ahnung, ich sehe das sowieso anders. Ja. Mich interessiert das überhaupt null eigentlich, aber also mich interessiert nicht das, was er da gemacht hat im Sinne von ich hätte das nie so aufgebaut. Ich hätte gesagt, ey Junge, du hast einen an der Möhre, was soll das? Und gut ist. Ach. Das ist aber hier. Ja, das wird jetzt nichts mehr. Also, nee. Hier der, ja. Oh. Ja, oh. Mega. Puh. Komm, also ich weiß, dass ich Tor schaffe noch. Also ich weiß, dass ich in der nächsten Runde nicht so defensiv spielen werde, weil das bringt nichts. Ich kann zwar die Bälle hier hinten weghalten, aber da geht ja vorne nichts rein. Ja, ja. Okay, sehr gut. Der war gut. Einer ist weg. Der geht rein, Firefox. Ja, yes. Geil. Also das ist geschichtsträchtig. Tormaschine. Eieiei, ist wieder FSK 18 heute. Ja, läuft. Matchmaker hier. Jetzt ist egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Ja, wir gehen in die Annalen ein. Das war super. Was ist eigentlich hier mit dem Kollegen? Der macht gar nichts. Der ist ein... Boah. Jetzt, Züki hinten. Ich komme. Züki weg. Oh, nein. Blöd. Ich glaube, ich war mitbeteiligt. Alle ja, auf dem nee, Ball. Alle auf dem Ball. Scheiß, ich stand mit dem Rücken dahin und da passiert nichts. Guck mal hier, Bub. Ich glaube, ich war auch dran. Irgendwie. Naja. Egal. Das war auf jeden Fall richtig gut. Die letzten 20 Sekunden doof, aber egal. Egal, vollkommen egal. 15 Ballons. Punkte. Ich habe auch 15 Ballons. Ich nehme mal 100. In der Runde können wir noch hier. Aber dieser Sanita ist ein sehr interessantes Profilfoto. Ja, jedenfalls ist er jetzt weg. Jetzt sind sie alle weg. Psypanda, der sagt mir irgendwas. Ich glaube, mit dem habe ich heute schon im Laufe des Tages gespielt. Ist ein Psychopanda. Ja. Oh, was machen wir jetzt? Oh, guck mal. Naja, ich fahre frei. Cordon Version 41281. Ich dachte Cordon Bleu. Dovakin kenne ich von Mini Renat. Wahrscheinlich Retard-Tabletten. Ja, Retard-Tabletten. Warum hat man immer so viele Nummern hinten dran in seinem Namen? Ja, die sind halt nicht einzigartig. Wir schon. Ach, ich doch, das da. Hast du es poltern hören? Das war mein Tisch. Oh, das war doof. Das war mein Tisch gerade hinter. Ich hab keinen Boost. Nein! Oh, schade. Ja, war schade. Ah. Psychopanda. Psychopanda. Ah, Mist, Psychopanda. Falsche Richtung. Chiki, deiner. Meiner. Bitte. Oh, unserer. Ah. Mann. Ja, genau, also Özil. Was soll ich sagen? Ich find's traurig, diese Entwicklung. Aber wie gesagt, Erdogan geht nicht. Der Rest finde ich eigentlich sehr reflektiert. Huch. Uiuiuiuiui. Sehr gut. Ja, diese Instrumentalisierung von ihm halt für diese Rassismus-Scheiße. Also das finde ich eigentlich so. Warum? Ja, zählt da nicht eigentlich, zählt nicht eigentlich eher, was so leistungstechnisch da ging, als alles andere? Ist das wie gesagt, statistisch eigentlich der Gradmesser? Ja, ja.
statistisch gesehen war er der Bessere, ganz einfach. Ja, ja, auch jetzt in der richtig schlechten WM war er eigentlich auch nicht kacke, also von denen jetzt. Ja, ja, deswegen, ja. Der macht es ja nicht zum ersten Mal, der Özil, ja, also... Nö. Also so ein Länderspiel, also jetzt halt zum letzten WM. Mal, aber. Ja, ja. Es sei denn, er wird nachnominiert. Das kann auch gut und gerne. Oh! Pui. So, erstmal weg mit dem Moppeltier. Genau, so ist es richtig. Da kommt er wieder. Psy-Panda. Und der geht rein. Der geht rein. Der ist drin. Der ist sowas von drin. Sehr gut. Das ist sehr gut. Ein weiter Pass, guck dir das an. Fast über das komplette Spielfeld. Sehr schön, schönes Ding. Der war echt gut. Ja, ich bleib hinten. Psy-Panda fährt vor, okay. Oh oh. Firefox? Oh. Ich hab ihn getroffen. Ich hab ihn wieder getroffen. Aber ich fand ja die CSU-Aktion heute eigentlich noch wesentlich. Ach, die war schön. Die war schön. Meine Fresse, wie kann man sich so demontieren? Wie, ja. Wie geht das? Wie kann man bitte schön gegen ja, nee, da hat kein Berater gearbeitet. Das war blinder Geifer war das. So von wegen, ja, so geht das gar nicht hier, diese Hetzer. Vor allem, da sitzen Nonnen mit bei und die faseln was von linksgrün. Oh, das war knapp. Wow. Mein Gott, war der knapp. Ja, wie gesagt, da sind Nonnen drin und die verunglimpfen Nonnen von wegen, dass das alles so linksgrün versiffte, hast du nicht gesehen, Leute sind, weißt du? Oh, Firefox, da komme ich nicht mehr dran. Ich auch nicht. Oh. Also und dann 30.000, 40.000 Polizeimeldungen. Die Polizeimeldungen sagen ja 25, da kann man ja immer noch was dazu addieren drauf. Nichtsdestotrotz, das Wetter war ja nur auch nicht das Beste. Also ich muss mal sagen, Hut ab. Kein Wunder, dass sie da Schiss kriegen. Na, wie kann man nur? Also da fehlen mir echt die Worte, wie man sowas bringen kann. Oh. Ah, nein, falsche Richtung. Ich möchte echt mal wissen, wer dafür verantwortlich ist, für diese Gegenkampagne. Also heißt das jetzt, die sind eigentlich, also ich meine, die Demo ja, ja. Ist ja, also sind die jetzt für diese ganze Scheiße, weil sie sich dagegen ausgesprochen richtig, haben? Richtig, eigentlich haben sie sich ja gegen Hetze. Ich die Demo nicht so, war ja, gegen ja. Hetze, so. Genau. Also, um einfach mal platt zu sagen, es war gegen Rassismus, gegen Hetze. Und die CSU sagt, wir finden die Demo doof. Heißt das dann, die positionieren sich für Hetze? Für Hetze, ja. Also das ist jetzt wirklich sehr vereinfacht dargestellt. Ne? Es ging natürlich nicht nur darum, sondern das ist jetzt nur vereinfacht gesagt. Ja, vor allem hast du die Sachen mitbekommen, dass die gleichen Plakatträger genommen haben wie die ÖFP. Die haben die Plakatträger der ÖFP genommen. FPÖ, meinst du? Ja, FPÖ, genau. Deswegen, weil sie wahrscheinlich auf die Schnelle keine Plakate gekriegt haben, haben sie sie mal von ihren freundlichen Nachbarn geholt. Das ist nicht ganz. Haben sie von ihren freundlichen Nachbarn geholt. Ja, die Urbanisierung Bayerns. Ey, das ist so schlimm. Die sehen es nicht ein. Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht doch ganz klug ist, wenn die AfD da 30% kriegt. So als Quittung. Ja. Weiß ich nicht. Ja, das werden wir sehen. Wir machen erstmal hier ein Päuschen. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ist nämlich ganz schön warm geworden. Zurück zum Hauptmenü. Zurück zum Batcave. Wie viele Ballone habe ich eigentlich? Ich habe 124, ich brauche noch ein bisschen. Och, 49. Ich habe wieder so viel eingekauft. Ich will mir nämlich noch eine Kiste holen. Also ein goldenes Ei. Oh, da war ich so enttäuscht von Finzen. Ja, na, aber die anderen Sachen, die bringen mir nichts persönlich. Also deswegen möchte ich lieber einfach mal was Zufälliges. Alles klar. Aber in der nächsten Folge wahrscheinlich erst. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.